Karte. Wir wollten zurück zum Teleporter, also zu 1. Das wäre hier rum. Darum. Darum. Und wir müssen jetzt eigentlich genau da rauskommen, wo wir reingekommen sind. So, schwarz. Weglaufen. Warte mal. Da war der Teleporter gewesen. 2. 2. Warum führt ein Teleporter von da nach da? Okay. Wieder zurück. Kommen wir von 2 woanders hin? Nö. Okay. Wenn wir nochmal in 1 reingehen. Warte mal, 1 war weiter nach Osten. Nee, hat er die Tür zugemacht. So. Jetzt sind wir in dem langen Gang bei dem Fackelmann. Und jetzt sind wir wieder in der Nische. Ja, nö. Okay. Das heißt, da geht's hoch. Schauen wir uns einfach mal hier um. Also nach Osten oder gleich wieder links. Also ja, dem einen oder anderen wird aufgefallen sein, die Musik und die Soundeffekte sind anders. Angeblich sollen sie so besser sein. Jedenfalls haben recht viele in den Kommentaren bemängelt, dass die Sounds nicht die Original-Sounds wären. Aber ich muss gestehen, ich finde die jetzt nicht so wirklich toll bisher. Aber gut, ist wohl Geschmackssache. So, was haben wir da? Eine Axt und ein Schalter. Schalter werden immer gleich markiert. S. Warum sollte ich dich drücken? Du könntest den Teleporter umstellen. Du könntest irgendwo eine Wand freischalten. Also ungedrückt ist unten. Warum kann ich denn hier rangehen? Ah, okay. Also unten ist ungedrückt. Ich drücke ihn jetzt einmal. Hier hat sich nichts verändert. Okay. S. Einmal gedrückt. Ja, das wird jetzt irgendwas geändert haben. Ich probiere mal den Teleporter zu springen, ob wir woanders rauskommen. Weil der Teleporter ist ja recht nah an dem Schalter. So, Fackelmann? Fragezeichen? Jo. Und wieder die Nische hinten. Ja, nö, das hat damit schon mal nichts zu tun. So, rechts geht's zum Schalter, links Gang ist hoch. Aber nach Osten könnte es noch weitergehen. Nanu? So, da haben wir hochgeschrieben. Ja, das heißt, hier ging es mal runter, aber jetzt nicht mehr. Das ist schade, das wäre eine schöne Abkürzung. Da geht's hoch, genau. Gucken wir mal hier lang. Wimmer. Na, komm her. Zack. Zack. Nicht fliehen, Würmchen. So, Splatter. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben eine Fackel, die wir nicht brauchen. Kettenhandschuhe. Alles, was wir kaufen, finden wir ein paar Stunden später. Genau. Und genau die gleiche Keule, die wir... So, du da hinten hin. Wir wollen gucken, was im Beutel ist. Im Beutel ist Essen. Das essen wir doch einfach mal komplett auf. Schmeiß den Beutel weg. Flupp. Keule ist zu schwer. Du bist eine exzellente Leatherwest, aber die werden wir nicht mitnehmen können. Schade. So. Wir brauchen eine neue Rumpelkammer. Hier wäre naheliegend. Haben wir schon einen Weg runter gefunden? Nicht, dass wir jetzt hier eine Rumpelkammer machen und der Weg nach unten ist irgendwo da. Das wäre nicht so schön.
Warte mal. Ich guck mal, das was nach oben. Und guck, wie weit unsere jetzige Rumpelkammer von dem Weg hier weg ist. Hält sich eigentlich noch in Grenzen. Süden? Süden war doch richtig, oder? Nein, war es nicht. Aber es geht hier weiter. Ich hätte schwören können, bevor ich runtergegangen bin, hätte ich geguckt, ob hier noch irgendwo was ist. Und ich wusste nur noch, dass da eine Tür war, die wir nicht öffnen könnten. Aber okay. Das merke ich mir für später. Ich wollte eigentlich zurück zur Rumpelkammer und ein paar Sachen da lassen. Primär. Oh. Jungs? Hey, ganz ruhig. Ich glaube, die mögen was nicht mehr. Das kam jetzt unerwartet. Komm. So, kaputt. Ah, komm schon, du bist schon rot. Kaputt. So. Menno, was ist denn hier los? Also irgendwas müssen wir bei den grauen Koblenz falsch gemacht haben. Wir können das Gold nicht mitnehmen. Ja, aber die Sachen dürften ja eigentlich liegen bleiben. Also ja, entweder haben wir bei den grünen Goblins uns das irgendwie verscherzt, bei den grauen, oder das war eine Zufallsbegegnung, was ja auch sein könnte. Das können ja auch irgendwelche Räuber gewesen sein von den grauen Goblins. Sie sind ja nicht alle so zivilisiert. Aber ja, was ich sagen wollte, bevor ich von den grauen Goblins überrascht wurde, ich will mein Gold jetzt hier lassen. Weil Gold scheint doch wohl ein sehr hohes Gewicht zu haben. Wer konnte das ahnen? Und das... Deswegen werde ich mich jetzt trennen müssen. So, 0 Gewicht haben wir momentan noch über. 4 Gewicht haben wir jetzt über. Und bei denen nochmal 2. Mal eben 6 Pfund, Steine, was auch immer, an Gewicht gespart. Du bleibst hier. Du. Was mit dir? Serviceable, excellent. Wie viel wiegst du? 2 Pfund. Du bleibst auch hier. Da ist soweit nichts drin. Hier sind jede Menge Schlüssel. Das Ding kann hier bleiben, solange ich nicht weiß, was es macht. Was warst du? Das Rezept für diese komische Suppe. Grüner Pilz, ein toter Rotwurm und eine Schüssel. Ja, bleibst auch hier. So. 11 Gewicht. Das ist schon mal schick. Eigentlich können wir das Ding auch hier lassen, oder? So. Und tun einfach alles da rein. Das ist irgendwie einfacher und Gewicht sparender, denke ich. 9 Schlüssel sind unten. Ja, sehr schön. Okay. Dann können wir jetzt ganz kurz unsere Lampe auffüllen. Nur für den Fall, dass wir sie zwischenzeitlich doch mal wieder brauchen. Nee, wir hätten gerne das da. Eine. Und dann gucken wir uns das Gebiet an, das wir gerade sozusagen freigeschaltet haben. Oder für uns neu entdeckt haben. Also Norden, Norden, Norden. Kommt die große Kreuzung. Wieder Norden. An den ganzen Gold und Gegenständen vorbei. Aber nee, das Gold hebe ich auf. Und ja, ich habe das andere Gold gerade liegen lassen, aber nee. Soll auf einem Platz wenigstens liegen. So, wird eh nicht viel sein. Oh, 5 Münzen ist gar nicht so schlecht. So. Jetzt ist hier das Gebiet wohl noch nicht warm. Keule raus. Oh, nicht runterfallen. Ah, die Musik ist gerade komisch. Oh. Noch mehr graue Goblins. Irgendwas ist hier doch im... Wow. Irgendwas ist hier im Busch. Das sind so viele von denen in letzter Zeit. Komm, ich würde eigentlich ganz gerne den hier umbringen, bevor... Komm schon, komm. Also, oh. Kurzer taktischer Rückzug. So. Heilung.
Heilung. Töten. Zack. Schöner Treffer. Bist schon gelb. Gleich bist du kaputt. Nicht mal rückwärts laufen, du. Ich habe den Verdacht, wir können ihn nämlich gar nicht treffen, wenn sie genau in dem Moment rückwärts laufen. Oh, sauberer Treffer. Aber wir müssen unbedingt gleich schlafen. So, kaputt. Dich nur noch. Grün. Komm schon. Oh, das war bei uns. Gelb. Komm, rot. Immer noch rot. Und tot. Okay. So, schlafen. Ich habe die Fackel aber nicht angemacht, oder? Nee, gut. So, Lebenspunkte, das sind voll. Dann machen wir nochmal ganz kurz einen anderen Zauber. Dich weg. Dich hin. Licht. Und dich weg. IPM. So. Und jetzt gucken wir mal, was die Goblins ja so schönes bewacht haben, außer ihr eigenes Habengut. Essen können wir gleich essen. Zack. Rest ist kaputt, okay. Oh. Du bist bestimmt nur ein schäbiges Kurzschwert, oder? Gucken. Jo. Bringt nichts, okay. Gold, alles mit. Du weg. Wow. Drei Schädel. Und da hinten kommt was. Ein Goblin. Hallo, bist du gefährlich? Ja, bist du. Ich komme an dem hier nicht vorbei. Okay. Dann halt hier rum. Hier rum geht's nicht. Oh, ein Bogen. Du, komm mit. Und ein Rubin lassen wir auch nicht liegen. So, aber jetzt zurück zu der Kiste. Können wir nicht aufmachen. Jo, können wir. Können wir auch irgendwie an dir vorbei? Nö. Also, musst du kaputt gehen, wenn das überhaupt geht. Wenn nicht, wäre es relativ albern, weil dann müssten wir darüber levitieren. Na also. Jetzt du, nerviger kleiner Typ. Oh, nicht immer. Jo. Sehr schön. Gold, Gold und noch mehr Gold. Einmal. Zweimal. Ein Schild. Welche Qualität bist du? Serviceable. Serviceable. Du mal da rein. Essen kommt mit. Wird gegessen? Kann er nicht essen. Okay. Oh, stimmt, der Trank. Du kommst auf jeden Fall mit. So, was sagt die Karte, die jetzt hier ist? Da ist noch was. Im Norden. Also hier raus. Karte. Nee, hier ist doch nichts. Also war das einfach nur ein kleiner Außenposten von den grauen Goblins? Anscheinend. Okay, also dahin, runter und gucken, was auf der anderen Seite ist. Schon mal im Kampfmodus. So, südlich. Da geht's nur runter zum Wasser. Aber wir können dem Wasser mal folgen. Ob das hier noch irgendwo einen Weg gibt in den Bereich, wo wir die Tür nicht öffnen könnten zum Beispiel. Ja, da ist die Brücke oben. Da sind nur zwei Röhren. Führt ihr irgendwo hin? Nö. Okay, also hier ist echt nichts mehr.
Das heißt, wir müssten jetzt die Tür versuchen zu öffnen. Wir haben zwei neue Schlüssel gefunden. Okay, also raus aus dem Wasser. Und einfach mal dahin gelaufen. Wo zur Hölle ging es raus? Da ging es raus. Aber vorher speichere ich kurz ab. Also bis gleich.